Assalamu alaikum, mein Name ist Tugay Sarraj, ich bin Mitarbeiter in der Anlaufstelle Islam und Diversity. Die Anlaufstelle ist ein Projekt der Ibn Rushd Goethe Moschee. Und in dieser Anlaufstelle machen wir uns stark für queere Musliminnen und auch Ex-Musliminnen, die dürfen nicht vergessen werden. Wir machen uns stark, indem wir zum Beispiel bei Online-Kampagnen mitwirken, wie bei dieser, aber auch eigene Kampagnen starten. Eine der großen Kampagnen, die wir hatten, war die Liebe ist Halal-Kampagne. Halal, das kennt ihr vielleicht von dem Sucuk, das ihr euch kauft im türkischen Supermarkt oder von der Dönerbude, wo dann Halal draufsteht. Das bedeutet ganz einfach erlaubt im islamischen Sinne. Und wir haben queeres Leben, queere Liebe auch als Halal zertifiziert. Und sind auch fest davon überzeugt, dass queere Liebe, selbstbestimmte Liebe, egal ob hetero, bi, homo, was auch immer, auf jeden Fall halal sein muss, denn sie schadet niemandem, sie hilft allen, diesen Menschen, den liebenden Menschen viel eher. Wir haben dafür Poster in ganz Berlin, in der Stadt gehabt und haben uns mit Statements von schwulen Männern, lesbischen Frauen, Transpersonen und Bipersonen, die auch ihr Gesicht gezeigt haben, teilweise eben stark gemacht für diese Arbeit. Natürlich kann es nicht nur bei Öffentlichkeitsarbeit bleiben, das führt dann zu mehr Sichtbarkeit, aber den Menschen, die das sehen, muss natürlich auch geholfen werden. Und im Zuge dieser Arbeit bieten wir zum Beispiel Seelsorge an. Seelsorge ist ein Begriff, das kennt man vor allem aus der Kirche normalerweise. Wir machen das eben auf islamische Art und Weise. Dafür haben wir einen Imam, wir haben Psychologinnen, die eben diese Arbeit machen, die einfach mal zuhören. Es ist keine Therapie, es geht wirklich stark ums Zuhören, um darum, dass die Person, die mit uns redet, offen sein kann. Ihr müsst euch vorstellen, da sind Personen, die leben seit 20, 30, 40 Jahren oder noch länger, vielleicht ein bisschen weniger, eine Identität, mit einer Identität, die sie nicht zeigen können, nicht zeigen dürfen, weil sie Sorge haben vor den Folgen, wenn sie diese Identität frei zeigen würden. Deshalb ist schon viel getan, wenn wir einfach nur zuhören. Wir hören aber natürlich nicht nur zu, wir haben auch eine Art Stammtisch. Hier kommen dann junge, queere Menschen, Musliminnen und Ex-Musliminnen zusammen und sind einfach gemütlich miteinander. Und es gibt viele Partys natürlich, wo man gerade in Berlin, wo man als muslimische Person, ex-muslimische Person, arabisch, türkisch, was auch immer, unter gleichgesinnten Menschen sein kann. Aber Ziel dieses Stammtisches ist eine gemütlichere Stimmung. Diese Partys sind toll, diese Partys geben vielen Menschen viel, mir selbst ja auch. Aber bei diesem Stammtisch geht es darum, es ist gemütlich, es ist frei von Aufgeladenheit, egal ob man jetzt eben super hübsch sein muss oder sich hübsch machen muss. Sex ist kein Thema, es geht wirklich darum, Menschen zusammenzubringen, die bis zu diesem Zeitpunkt vielleicht dachten, ich bin der einzige schwule Moslem, ich bin die einzige Transperson, die muslimisch ist oder was auch immer. Was wir dann auch noch machen ist, wir schließen eben in unserer Moschee, ich bin gerade da, Ehen. Ehen, klar, werden in Moscheen geschlossen, religiöse Ehen macht man ja in jeder Kirche. Was hier besonders ist, wir schließen Ehen von queeren Personen. Es ist für viele einfach so, dass sie wirklich der Religion so viel Bedeutung geben in ihrem Leben. Die Religion hat eine große Bedeutung, sie möchten islamisch heiraten. Und das machen wir ganz ausdrücklich und sind fest davon überzeugt, dass das auf jeden Fall halal ist. Das ist eine kurze Zusammenfassung unserer Arbeit. Wir danken dem CSD in Karlsruhe, dass wir euch ein bisschen von uns berichten durften. Und wir würden uns freuen, in Zukunft ins Gespräch zu kommen, direkt mit euch, die hier das sehen. Wenn ihr Personen kennt, die betroffen sind von eben diesen Bereichen, die wir bearbeiten, wenn ihr selbst betroffen seid, meldet euch gerne jederzeit bei uns. Seelsorge geht nicht nur in unseren Räumlichkeiten, Seelsorge geht eben auch über Zoom oder über das Telefon. Schreibt uns, wir versuchen euch zu helfen oder einfach nur für euch da zu sein. Wenn ihr mal nach Berlin reist, kommt zum Stammtisch, schreibt uns. Vielleicht ist ja gerade ein Termin und wir sehen uns, inshallah. Assalamu alaikum.